wäre ich dieser 14-jährige Junge und wollte einem Freund erzählen, wie ist es im Krieg zu leben, warum seid ihr geflüchtet? Und dann sagt man es genauso. Ja, hörst du, das war so her. Und das ist, wie er spricht zu einem Freund. Wie ich es sehe, vielleicht wie in einem Brief oder sowas. Und es ist immer stärker, wenn er sagt, ja, so ist es. Davon kommt dieses Du. Und vielleicht kann ich auch, ja, hier erzählen, dass in Dänemark sagen wir immer nur Du. Vielleicht nicht zu den Königinnen, aber zu allen anderen Leuten. Und es war schwierig, hier in Deutschland zu bestimmen, soll wir ja Du oder Sie sagen, aber es war zwischen Kindern, sagt man doch Du. Mhm. Aber es wird ein bisschen ein anderes, etwas anderes für Erwachsene zu lesen, glaube ich, als in Dänemark, wo alle Du sagen. Aber es konnte nicht anders sein. Ja, wobei ich denke, Du ist genau die richtige Ansprache, weil es geht ja da von Mensch zu Mensch. Ja. Stellen Sie sich vor, hier wäre Krieg viel schlechter. Ja, als wenn man kann sagt, man stell nicht sagen. Vor. Ja. Aber das Famose ist ja, es ist die entscheidende Formulierung, es ist die entscheidende Frage. Stell dir das vor. Stell du dir jetzt vor, es sei hier in Deutschland Krieg. Und dann kommt man drauf, man stellt sich das eigentlich nie vor. Ja. Nie denkt man, was wäre, wenn in Deutschland Krieg wäre. Warum eigentlich nicht? Ich glaube, dass heute nehmen wir es alles so selbstverständlich, dass wir in diesem Jahr friedliches Europa leben und ja, vielleicht gibt es eine ökonomische Krise oder sowas, aber meisten von uns leben immer noch ja, ganz in Geborgenheit. Ja, wir haben etwas zum Essen, die Kinder können in die Schule gehen, wir können zu dem Arzt gehen und sowas. So, ich glaube, es ist so weit weg und dafür versteht man nicht so gut die Flüchtlinge, die zu uns kommen. Es ist, sie sind andere Leute. Es ist nicht unser Schicksal und wir brauchen nicht darüber zu nachdenken. So dafür, ja, glaube ich, dass diese Imitation in den Leben eines Flüchtlings sich einzuleben oder sich vorstellen, ist sehr wichtig. Ja, das ist dieses, was passiert ganz am Anfang. Ja. Denn das ist ja eines, worauf man dann kommt. Stell dir vor, Krieg, stell dir vor, er wäre hier. Er ist doch schon längst hier. Es ist ja seit Jahren. Also ich meine, wenn man bedenkt, ich bin einen wunderbaren deutschen Schriftsteller, Sascha Stanicic heißt er. Der ist nicht mal 30 Jahre alt. Der hat den Krieg in Bosnien-Herzegowina erlebt. Und wie viele Menschen, ich weiß, vielleicht sind sogar hier unter den Kindern, unter den Jugendlichen aus der Schulklasse, vielleicht sind da sogar Flüchtlingskinder mit dabei. Vielleicht nicht in dieser Schule, aber bestimmt in anderen Schulen in Berlin sind Kinder, die aus dem Krieg herauskämen. Also stell dir vor, es wäre Krieg. Sie wollen eigentlich sagen, der Krieg ist sowieso immer da. Ja, ich bin immer irgendwo anders, aber stell dir vor, wäre hier. Und ich habe genau an Bosnien gedacht, wenn ich dieses Buch schrieb, weil ich war auch provoziert, dass man in Dänemark am Anfang der 90er Jahre wegen den Zeiten des Balkankrieges gesagt, das kann nur da passieren, all diese Schlaven. Und weil meine Großmutter hat ganz in den Grenzen zum Slowenien gelebt, aber nur 5 Kilometer davon. Und dafür habe ich vielleicht mich nah zu dem Krieg im Balkans gefühlt, als die anderen, meisten von den Dänen. Und ich habe auch ja, in Afrika mit Krieg und Konflikten gearbeitet und es war sehr wichtig für mich, ja, dass man immer erinnert, das konnte auch uns sein. Das konnte natürlich auch eine Naturkatastrophe sein. Und es war eigentlich schwierig für mich, wenn ich in deutsche Fassung geschrieben habe letztes Jahr, dass ich dachte genau, dass man hier in Deutschland ist nahe vom Krieg als in Dänemark. Näher am Krieg. Und ich wollte wirklich ein Szenario, wo man nicht nochmals über Zweiten Weltkrieg oder Ersten Weltkrieg sich erinnern wollte. Aber etwas Neues, etwas jetzt für das junge Leute heute
sich einleben konnte. Ich konnte denken, ja, okay, es ist eine Fiktion, aber es konnte sein. Klar. Ja. Und das ist, Deutschland tritt aus der EU aus. Ja, genau. Und danach haben wir all diese Probleme jetzt mit Griechenland und Spanien und so. Wir hoffen natürlich nicht, dass etwas von hier ja wahr wird. Aber, und natürlich die andere Seite, die schöner ist, dass mit den arabischen Frühjahr, weil wenn ich dieses erst geschrieben hat vor 10 Jahren, konnte niemand sich vorstellen, dass wir ein demokratisches Ägypten ja, haben wollen. Sie haben vorhin gesagt, das ist ein Essay. Ich weiß nicht, ob alle unsere Zuhörer wissen, was ein Essay ist. Ich will das auch einfach so versuchen zu erklären. Das ist die freiste Form der Literatur. Das ist schön, ja. Im Essay kann man machen, was man will. Und wenn vielleicht jemand von den Kindern und Jugendlichen sich sagt, ich möchte Schriftsteller werden, dann fangt mal mit dem Essay an. Schreibt, was ihr wollt. Macht so ein Gedankenexperiment. Ja? Jetzt ist es bemerkenswert, dieses Buch hier, das einen wirklich unglaublich bewegt und stark zum Nachdenken bringt, ist also so dick wie ein Reisepass. Da sind diese wunderbaren Illustrationen mit drin. Aber der Stoff ist ja ganz groß. Sie hätten ja auch einen 400 Seiten Roman daraus schreiben können. Warum nur so ein kurzes Buch, in dem wir nicht mal den Namen der Hauptfigur erfahren? Ja, ich weiß eigentlich, wie es kam. So, ja, zu mir. Es ist immer wie ich, ja, dass ich kann nicht von außen analysieren, jetzt will ich über Krieg schreiben, zum Beispiel, oder diese Themen. Da kommt eine Stimme und dann muss ich diese Stimme folgen und sehen, wohin geht es. Und ja, er hat mir diese Geschichte erzählt und ich habe es geschrieben. Aber Sie hätten natürlich sagen können, erzähl mal ein bisschen länger, ich will einen Roman schreiben. Ja, aber kein Roman. Weiß ich eigentlich, aber ich habe auch Romane über Krieg gesprochen. Mein Roman Europa, Alles, was dir fehlt, ist über den Krieg in Bosnien, oder das ist ja den, was sagt man, den Hintergrund. Aber ja, hier wollte ich etwas anderes. Und ich glaube eigentlich, wenn man kann immer etwas ja kurz oder länger erzählen, aber es wird oft sehr stark, wenn man ja etwas ganz kurz sagt. Und ich hatte auch den Eindruck, die Möglichkeit, sich, sie lassen ganz viel weg. Ja. Und damit wird die Möglichkeit für mich, mich einzufühlen, viel größer. Ja, das ist richtig, ja. Es ist ja, ich habe mal was sehr Faszinierendes gelesen, warum in japanischen Comics ja, die Figuren immer so große Augen, kleine Nase und Mund haben. Je weniger Details man in einem Gesicht hat, desto mehr kann man denken, das bin ich. Ja, das desto mehr kann man sich damit identifizieren. Sofort sieht man, das ist ein Mensch. Ja. 3, 4 Striche und dann weiß man, das ist ein Mensch. Deswegen braucht es gar keinen Namen. Und auch das konnte auch, natürlich ist es ein Junge, aber man konnte sich auch vorstellen, ein Mädchen mit dieser Geschichte. Und auch, es ist mehr darüber, den Identität zu verlieren. Was passiert, wenn man von einer Kultur zu einer anderen umziehen muss? Umkehren muss. Und die Kontrolle sein eigenes Leben verlieren. Ja. Und ja, genau da, sich darin einzuleben, auch nur ja ein wenig bisschen, und alle der Rest findet statt in dem Kopf der Leser.